haben wir jetzt doch noch unseren Brunch und Talk. Ja, hi. Wir hatten ein paar technische Startfehler, die wir jetzt umschifft haben, indem wir jetzt einfach Zoom nehmen. Und ich möchte euch nochmal Hallo sagen. Guten Morgen. Danke, dass ihr die vierte Stunde jetzt mit uns in der Technikklemme verbracht habt, kurz. Wir haben heute das wunderschöne Thema Visionen und Ziele. Und zwar die Visionen und Ziele, die ihr wirklich erreichen wollt, also die von euch ausgehen und die euch auch erfüllen am Ende. Und ja, damit fangen wir jetzt sofort mal an. Ich möchte aber erst gerne euch Bianca einmal vorstellen und das machst du vielleicht am besten selber, wer du so bist und was du machst. Ja, also ich bin Bianca Büss. Ich helfe Frauen, sich selbstständig zu machen. Und zwar von der Geschäftsideefindung bis zur Kundengewinnung, aber auch in jedem Schritt dazwischen. Also man muss nicht von vorne bis Ende durchlaufen, auch wer gerade schon auf dem Weg ist, kann mittendrin einsteigen. Mhm. Ich konzentriere mich dabei auf Frauen, die sich selbstständig machen als Coach, Beraterin oder Trainerin. Und zwar genau aus dem Grund, weil also mein Programm heißt Dein Weg zu erfüllendem Erfolg. Die Erfüllung ist also wirklich ein Kernthema bei mir, weil ich selbst schon viele, viele Jahre erfolgreich war, aber viele davon eben auch nicht erfüllt oder sagen wir mal die meisten sogar davon nicht erfüllt. Und ich glaube, ganz wichtig für die Erfüllung ist, dass wir mit Menschen arbeiten. Mhm. Das wäre also nicht jetzt irgendwie, ja, es gibt auch natürlich andere Menschen, die sind erfüllt darin, wenn sie Mode verkaufen oder Modedesign. Aber das Wichtige ist, dass wir wirklich ein Feedback von den Menschen bekommen, mit denen wir arbeiten. Für mich ist es ein ganz wesentlicher Teil der Erfüllung und deswegen habe ich auch gesagt, ich begleite Menschen, die diesen Weg gehen, weil für die ist es dann einfacher und für mich auch wirklich zu einem erfüllten Berufsleben zu kommen und damit eben auch zu einem erfüllten Privatleben. Das hängt ja immer alles da irgendwie miteinander zusammen. Ja. Davon bin ich ja auch absolut überzeugt, dass beides so, also privat und beruflich, immer so ineinander übergeht und auch Persönlichkeitsentwicklung und persönliche Erfüllung jedes Mal anders ist. Also nicht jede Karriere passt so auf jeden. Ja. Oder jede Karriereart. Und deswegen finde ich sogar unser Thema noch spannender, weil dieses Erfüllende ist auch ein Kernthema bei mir lange Zeit gewesen und auch immer noch ein bisschen. Man sucht ja immer wieder weiter, was erfüllt einen. Ja. Und du hattest mich ja darauf angesprochen und hattest ja auch gesagt, ja, vor allen Dingen durch, also indem ich meine Vision gefunden habe und indem ich mir Ziele gesetzt habe, bin ich dem Schritt näher gekommen, also dem erfüllenden Berufsleben und Privatleben. Und Wobei die Vision eigentlich das Wichtigere ist. Mhm. Ziele sind da eher Mittel zum Zweck. Mhm. Der Ausgang ist wirklich, die eigene Vision zu finden. Und das ist nicht so leicht. Das ist genauso schwierig wie unser Start heute Morgen. Insofern sehr bezeichnend. Es werden einem da oft Steine in den Weg gelegt. Aber es gibt Mittel und Wege, um dahin zu kommen. Und deswegen reden wir ja heute darüber. Glaubst du, dass jeder eine Vision finden kann für sich? Ja, das ist alles in uns drin. Mhm. Das ist, wir lernen es nicht, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Also es gibt einige wenige gesegnete Kinder, die aus einem Elternhaus kommen, wo sowas gefördert wird. Mhm. Die meisten haben aber nicht das Glück. Und als Kind ist es ja so, wir brauchen eigentlich keine Ziele, um erfolgreich zu sein und auch keine Visionen, um erfolgreich zu sein. Also niemand sagt uns, wie man laufen lernt, wie man sprechen lernt, wie man essen lernt. Das sind ja alles erste Erfolge, ja, erste feste Nahrung, wir fangen an zu beißen. Es sind alles so Dinge, die als Kind automatisch kommen und dann kommen immer mehr Einflüsse von draußen dazu. Und es gibt wenige Eltern oder auch das Umfeld, auch in der Schule werden wir selten gefragt, was ist denn eigentlich deine Vision? Was ist in dir drin? Ja, also das wird nicht entwickelt, das wird nicht gefördert. Es ist aber trotzdem da. Mhm. Und deswegen brauchen wir manchmal länger, manchmal nicht so lange. Es gibt ja die Gesegneten, die wirklich so wissen, mit 8 Jahren, ich werde Geigerin oder Ballerina oder mit 5 das schon wissen. Die meisten von uns, ich glaube auch die meisten, die hier heute zusehen und zuhören, gehören da aber wahrscheinlich nicht dazu. Ja,
Also ich muss sagen, ich wusste sehr früh, dass ich mich selbstständig machen würde, aber das, was mittlerweile so in mir drin ist und was ich dann wirklich so entdeckt habe, das hat wirklich nochmal, ich glaube, 10 Jahre, 11 Jahre, 12 Jahre gedauert. Und ich würde sogar sagen, also von meinem Gefühl her ist es niemals ganz fertig. Also es ist niemals so, dass ich so sage, okay, jetzt habe ich meine Vision, die bleibt jetzt für immer so, sondern ich glaube, ich bin so ein Typ, der da immer wieder dran arbeitet. Mhm. Sagen, das haben wir alle so, dass sich das immer auch ein bisschen wandeln kann. Ja, absolut. Wobei ich glaube, die größte Vision unseres Lebens, also es geht ja darum, dass wir die beste Version von uns selbst finden. Mhm. Und das ist schon möglich, wenn wir mal einen Blick in unser Alter werfen. Also wenn wir einfach mal in die Zukunft schauen und dieses innere Bild entstehen lassen. Das ist möglich, das kann man üben. Manchmal entsteht es auch sofort, ohne dass man da was macht. Also Visionen sind ja sehr unterschiedlich definiert. Es gibt so Bilder, die kommen. Das sind sogenannte Eingebungen. Mhm. Und dann gibt es die Vision in Form von Visionieren, Visualisieren. Mhm. Also dass wir uns unsere Ziele vor Augen halten und ganz konkrete Bilder selber aktiv formen. Mhm. Ja. Ich habe mal was mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich habe eine Vision. Könnt ihr das Bild sehen? Also ich kann es jetzt sehen. Ich glaube, die gerade live zuhören, können es nicht sehen. Aber wir können es ja kurz beschreiben. Okay, ja, das ist ein altes Ehepaar. Ich glaube, die sind beide über 90 oder vielleicht sogar über 100. Irgendwo steht es hier, aber ist auch egal. Jedenfalls gucken sie sich an mit einer solchen Innigkeit und solchen Verliebtheit, als wären sie sich gerade erst begegnet, beziehungsweise als hätten sie beide so diesen Gedanken oder das Gefühl, es ist schön, dass wir dieses Leben zusammengeführt haben. Mhm. Also da ist so viel Liebe drin und dieses Bild, diese Visionen habe ich auch für meine Ehe und da habe ich nichts getan. Also ich weiß heute ganz genau, wie mein Mann aussieht, wenn er alt wird. Ja. Da kommen so Bilder, die entstehen. Ich wundere mich da manchmal, es sind aber schöne Bilder. Und ich habe das vorher nicht gehabt. Ich habe schon Beziehungen gehabt. Meine längste war 11 Jahre, ich bin noch nicht mal so lange mit meinem Mann zusammen. Da habe ich das nicht gehabt. Mhm. Also das sind wirklich Dinge, die entstehen und die man auch lernen muss wahrzunehmen. Ja. Also Thema Achtsamkeit, Bewusstheit, das gehört da auch ganz stark mit rein. Ich glaube, ich würde da sogar auch diese Erlaubnis einfach mal einwerfen, weil das bei so einigen Sachen, die ich mir schon sehr lange so überlege und denke, auch zum Beispiel Wumminess machen und auch so einen Brunch machen oder sowas, dass das sehr lange in mir gereift hat, aber ich habe dem einfach nicht erlaubt, wirklich Realität zu werden. Also diese Vision war schon sehr lange da, aber ich musste erst selbst so sagen, okay, jetzt ist jetzt okay, also du darfst es jetzt machen. Mhm. Das gehört für mich auch so ein bisschen zur Vision, weil ich hatte das Gefühl oft, dass die so groß ist oder so, dass man das nicht realisieren kann. Ne? Ja, das macht ja auch eben Visionen aus. Ne? Das sind keine Sachen, die wir uns für die nächsten 1, 2 oder 3 Jahre als Ziel setzen oder als Bilder für unser Leben haben, sondern das sind wirklich langfristige Geschichten. Und da kann man auch ruhig mal Angst vor haben. Ich finde sogar, das muss groß sein, weil das ist ja wirklich ein visionäres Ziel, zeigt den großen Weg auf. Und der Weg kann dann auch mal so Umwege beinhalten. Manchmal ist es auch notwendig, um mal irgendwo was anderes zu lernen. Aber es ist immer eine klare Richtung da. Mhm. Es sei denn, du gehst in die entgegengesetzte Richtung. Wenn du deine Vision hast, dann merkst du spätestens in dem Moment, wenn du dich davon entfernst, okay, hier stimmt was nicht mehr. Ja. Und das spürt man auch sehr deutlich. Also ich zum Beispiel hatte das dann, dass ich sehr energielos war und immer so mich zwingen musste, diese anderen Sachen zu machen. Mhm. Ja, und jetzt merke ich, okay, ich hatte zwar super Angst davor, das alles zu realisieren, was ich so im Kopf habe. Und das passiert auch bei den nächsten Schritten, die jetzt kommen. Aber irgendwie öffnen sich Türen. Also es wird leichter. Ja. Und ich dachte ja immer, das wäre so ein dummes Gerede von den Leuten, so, ja, dann suchst du deine Vision und dann öffnen sich Türen und dann wird's leichter. Aber auf gewissen Ebenen passiert das wirklich. Also es ist so, als sollte dieser Weg so sein. Es wäre das in Ordnung, diesen Weg zu gehen und einfach der Weg würde frei werden.
Ja, das denke ich auch, ist ein ganz großes Merkmal davon, zu spüren, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass eben die Dinge leicht fallen, dass du morgens früh gern aufstehst, dass du wirklich gerne an dem arbeitest, was du machst, dass du gesund bist, ja, dass du innere Leichtigkeit und auch Freude empfindest. Das gehört alles dazu. Und wenn es schwierig wird, klar wird es auch mal schwierig, wenn wir unsere Vision leben. Das, auch das gehört dazu, weil wir ja wachsen. Also es ist unser Weg des Wachstums. Und da wird es dann manchmal, wenn wir uns selbst nicht gut genug kennen und wenn wir diese Vision nicht richtig klar vor Augen haben, wird es schwierig zu erkennen, kriege ich jetzt hier Steine in den Weg gelegt, um zu wachsen auf meinem Weg? Ja. Oder ist es eine Mauer, die mir sagen soll, stopp, du bist auf dem falschen Weg? Also da haben ganz, ganz viele Menschen Probleme und hatte ich auch in der Vergangenheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe versucht, die Mauern zu überklettern und habe nicht gemerkt, dass das wirklich Mauern waren. Ja, das Wesentliche ist wirklich, dass wir uns selbst kennenlernen. Mhm. Dass wir uns mit uns selbst beschäftigen und das auch dürfen und zulassen. Ja, vor allen Dingen das. Also wirklich auch sich mal die Zeit nehmen, sich selbst kennenzulernen und mal gucken, was ist denn da eigentlich noch in mir, was möchte denn da noch sich entwickeln. Und das im Persönlichen, aber auch in der Selbstständigkeit. Manchmal wundert man sich, dass man plötzlich so aus der Intuition heraus eine ganz andere Richtung einschlägt, aber das sich ganz normal und stimmig anfühlt. Und der eigentliche Weg, wo man denkt, so, da muss ich jetzt herlaufen, weil, da wollen wir ja auch nochmal drauf zukommen, weil Familie sagt, mach das doch, das ist so toll, fühlt sich total steinig und schwer an. Wie du sagst, die Mauer, die man nicht überwinden kann, die Mauer, die eigentlich immer mehr wächst. Und am Anfang merkt man es nicht, aber ich würde sogar sagen, ich glaube sogar, dass viele diese Erschöpfungszustände und Burnouts auch mit darauf basieren, dass man halt so nach etwas strebt, was für einen selbst nicht gut ist. Also wo man selbst einfach auch überhaupt keinen Sinn drin findet. Absolut, ja. Das ist nicht das eigene Leben, das man lebt, ne, sondern wirklich das Leben anderer. Ja. Und das ist auf Dauer nicht gesund. Und ich glaube, wir Frauen haben da noch ein besseres Gespür dafür als Männer. Und das ist auch, glaube ich, noch wichtiger, die Sinnfrage, die sich dann die stellen wir uns auch eher, glaube ich, als Männer. Ja, glaube ich auch. Maria schreibt gerade, dass es bei ihr genauso war. Also es scheinen wirklich sehr viele Leute auch zu haben, dass sie wirklich so einen Weg gegangen sind, den irgendwelche Freunde, Bekannte, Lehrer, Eltern oder so vorgegeben haben. Ja, was ja für den Anfang auch gar nicht mal schlecht ist. Also nicht jeder weiß ja anfangs, was sein Weg ist. Mhm. Wie gesagt, nicht jeder lernt es im Elternhaus und woher soll es dann danach kommen? Dann muss man halt erstmal irgendeinen Weg einschlagen. Mhm. Dann kommen aber irgendwann so die ersten Signale. Ne? Man bekommt immer die falschen Chefs oder die falschen Kollegen, wird gemobbt. Das sind alles so Signale, die einem sagen, es stimmt irgendwas nicht. Ja. Noch mal genauer hin. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach, wenn man erst meinetwegen wegen des Angestelltenleben gewählt hat, dann zu sagen, ich mache mich selbstständig. Mhm. Weil das ein Riesenbruch im Leben ist. Ja. Aber ich glaube, hier hören ja fast nur Leute zu, die selbstständig sind. Und das sind ja in der Regel auch eher so die Visionäre, ne, die schon Ziele für sich entwickelt haben. Ja, wir können ja mal in den Chat fragen, wer von euch hat denn schon eine Vision? Also wer hat denn so ein großes Ziel und würde sagen, im Moment bin ich auf Kurs? Oder wer merkt das im Moment wieder, dass er vielleicht gar nicht auf Kurs ist? Also vielleicht könnt ihr das mal kurz in den Chat schreiben, wenn ihr wollt, dass wir da mal einen Überblick kriegen kurz. Ich finde das sehr interessant, wie du das sagst, dass man halt auch wirklich mal auf sich selbst hören soll, auf die innere Stimme, die eigene Intuition und ich glaube, das braucht auch einfach viel Zeit. Also Maria hat eine Vision, aber auch ein langes. Ja. Ich bin auch davon überzeugt, dass jeder von uns eine Lebensaufgabe hat. Mhm. Dass wir für irgendwas auf diese Welt gekommen sind. Mhm. Und dass das auch unser Weg ist, das herauszufinden. Das muss nicht immer so da sein mit 20. Das ist auch eine unserer Aufgaben, das im Leben zu finden. Manchmal dauert das. Ich habe das erst mit 50 gefunden. Ja. Hast du denn, würdest du sagen, dass du vorher zu sehr dich beeinflussen hast lassen, von wegen, mach das und das, mach die Karriere, oder war es wirklich so, dass du selbst nicht auf dich gehört hast?
Ich habe lange Zeit keine Vision gehabt. Ich wollte immer erfolgreich sein. Also mein Leitmotiv für mein Leben war die Unabhängigkeit. Ich wollte nie abhängig sein von einem Mann. Das war so mein ganz, ganz großes Ziel. Das hat mich meine Karriere machen lassen. Mhm. Da war ich aber natürlich dann wieder von anderen Männern abhängig, weil Vorgesetzte waren meistens, ich hatte glaube ich nie eine Frau als Vorgesetzte. Also irgendeine Abhängigkeit von Männern bestand da schon, aber natürlich nicht die finanzielle Abhängigkeit. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, das kann es jetzt aber auch nicht sein. Also ich wurde da nicht richtig glücklich. Diese Vision für mich zu entwickeln, das hat schon gedauert. Also ich war zweimal vorher selbstständig, einmal mit einer Eventagentur und dann mit was völlig anderem. Das war mein Online-Shop für High Heels. Mhm. Und das war eben auch das, wo ich gegen die Wand gerannt bin. Ja. Also das, ich habe eine Leidenschaft in mir gesucht, das waren Schuhe. Ich wusste, man muss sich selbstständig machen mit einer Leidenschaft. Aber ich hatte da keine richtige Vision, für die ich nachher Bilder hatte. Ich hatte schon Ziele und Pläne, aber alles irgendwie so konstruiert. Ich sah mich dann auch plötzlich in einer Gesellschaft, die ich meinte zu brauchen für dieses Business. Ich war sehr viel in München unterwegs, zu VIP-Veranstaltungen und habe irgendwann festgestellt, ich mag da eigentlich gar nicht hingehen. Also es war dann schon so, dass ich bei einigen Veranstaltungen keinen Parkplatz gefunden habe und bin wie wieder nach Hause gefahren. Das hat ja alles seine Gründe, ja. Ja, das war nicht mein Platz da. Ja, absolut. Solche Sachen kenne ich auch, dass man so richtig spürt, okay, du sollst da jetzt gar nicht hin. Ja, ja. Ja, und trotzdem war das natürlich, also bei mir war es so, ich habe ziemlich viel Geld investiert. Mhm. Und da war immer so ein inneres Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmig ist. Aber wenn man dann erstmal so eine Meile gegangen ist oder auch drei oder vier mit den Investitionen, die da dranhängen und ja auch Versprechungen, die man eingegangen ist, also oder Verbindlichkeiten gegenüber der Bank, ja. Da sagst du nicht auf einmal, ich glaube, ich bin auf dem Holzweg. nee, da hat es schon so richtig Wumms machen müssen, dass es wirklich nicht mehr ging. Ja. Ja. Und das würde ich ganz gerne vielen, vielen Frauen ersparen, weil ich weiß, dass der Druck, gerade wenn man sich im Angestelltenverhältnis befindet, da irgendwann rauszukommen, das einfach so furchtbar ist, weil man es nicht mehr selber ist, der ist manchmal so groß, dass man sich überstürzt in irgendwas anderes begibt, um dann da auch wieder festzustellen, dass es das nicht ist. Und das ist teuer und das ist kraftzehrend und da möchte ich eine Hilfestellung sein, um eben die Vision zu finden und am richtigen Punkt zu starten. Ja, ich glaube, das wird auch sehr oft unterschätzt, wie wichtig so eine Vision und so ein Ziel dann ist, nochmal. Mhm. Ja. Ja. Ich möchte mal direkt noch was vorlesen aus dem Chat. Maria sagte, ihre innere Stimme hat irgendwann gar nichts mehr gesagt, weil sie selbst nicht mehr wusste, wo und wie und wer und was und wann. Und ich weiß noch, dass es so war, dass sie dann gesagt hat, ich brauche jetzt hier mal einen Stopp. Ich muss jetzt wirklich mal einen Stopp machen, ich muss Pause machen, um erstmal wieder diese Stimme zu aktivieren und erstmal zu gucken, wo will ich denn überhaupt hin. Mhm. Und dann hat sie erstmal gestoppt und vielleicht können wir dazu was sagen, in Verbindung damit, was Marita nämlich sagt. Marita sagt mir auch schon direkt, wie finde ich denn die Vision? Also wie komme ich überhaupt dahin? Ja. Ja. Ja, also es ist natürlich hilfreich, sich jemanden zu holen, der einen auf dem Weg begleitet, aber man kann das auch selbst in Gange setzen, indem man sich einfach erstmal zeigt mit sich selbst. Das ist ganz wichtig. Mhm. Also wirklich mal eine Viertelstunde täglich sich hinsetzen und überlegen, also diese inneren Bilder entstehen lassen. Wenn man kann auch anfangen, zum Beispiel mal zurückzugucken auf sein Leben und festzustellen, wo waren dann im Leben meine Flow-Momente. Mhm. Ja, also wenn es geflossen ist, wenn der Spaß dabei war, wenn sich, wie du vorhin gesagt hast, die Türen automatisch geöffnet haben, wenn die richtigen Menschen ins Leben gekommen sind mit den richtigen Informationen und Botschaften, dann sind das immer so Anzeichen dafür, da hat was gepasst. Ja. Da warst du auf dem richtigen Weg. Und wenn man sich da wirklich mal die einzelnen Stationen anguckt, entweder im Lebenslauf, von der Kindheit an bis zum heutigen Tag oder wenn man schon selbstständig ist, in den Momenten der Selbstständigkeit, weil die hat es ja auch gegeben. Ja. Dann sind das Hinweise darauf, wo der Weg hingehen kann. Und dann setzen sich auch Puzzlesteine zusammen. Mhm. Also bei mir war es so, dass ich zum Beispiel, ich habe meinen Weg in der Personalentwicklung angefangen. Also ich habe
Menschen geholfen, erfolgreich zu sein. Und dann bin ich aus beruflichen Gründen, ich kam da nicht weiter, ich wollte Führungskraft werden, wollte das Unternehmen nicht verlassen und das war eine Position als kaufmännische Leiterin frei. Das habe ich dann gemacht und dann bin ich immer mehr und mehr in den Bereich Finanzen, Controlling gekommen, Vertragsmanagement, Sales Support, alle möglichen Sachen. Ich habe unglaublich viel gelernt, was jetzt auch gut ist. Aber ich habe mich von meinem eigenen, davon mit Menschen zu arbeiten, habe ich mich ganz weit entfernt. Und das habe ich durch den Blick in meinen Lebenslauf wieder festgestellt, dass das ganz wichtig für mich war und auch immer irgendwo Teil meiner Arbeit war. Also ich habe immer Mitarbeiter gefördert, ich war Mentorin für andere Führungskräfte. Das war schon immer punktuell da, ja, aber eben nicht so groß. Ja, und Marita schreibt mir gerade, sie möchte was ganz Neues machen. Spannend. Deswegen das Gefühl, dass sie, also ich denke mal, dass es dieses Gefühl ist, dieses in dem Alten finde ich nicht das, was mich wirklich erfüllen würde. Mhm. Ich finde es gerade interessant, was du gesagt hast, nämlich, dass du auf lange Sicht gesehen hast, da zieht sich irgendwo immer so ein roter Faden durch. Ja. Und eine Sache, die ich mir nicht sehr stark gemacht habe, ist einmal mir angucken, was ist in der Vergangenheit so passiert. Also wirklich meine Geschichte, einmal so diese Punkte, die so vom Gefühl her irgendwie wichtig waren, gute und schlechte, habe ich einfach mal so markiert in so einem Zeitstrahl und habe mal geguckt, zieht sich da ein bestimmtes Thema durch? Und dann habe ich mal geguckt, wie würde sich das denn anfühlen, wenn ich das wirklich in voller Größe leben würde? Also wirklich absolut genau dieses Ding machen. Zum Beispiel war es auch so, dass viele Menschen sagen bei mir immer, du kannst gut zuhören und bei dir finde ich immer Rat und so. Also ich bin eher so die Person, wo die Leute hinkommen und sich Ratschläge holen oder so. Und alleine daraus zu gucken, warum kommen die Menschen immer wieder zu mir? Warum brauchen die immer wieder meine Hilfe? Und manchmal ist das auch etwas, wovor man Angst hat, glaube ich. Aber wo man dann, wenn man auf die Zukunft mal guckt, schon merkt so, aber eigentlich wäre das toll. Eigentlich wäre das toll, wenn ich das einfach immer machen könnte. Mhm. Das ist so leicht. Aber dadurch, dass man denkt, es ist so leicht, denkt man sich auch oft, ist das überhaupt wert? Das kann es ja nicht sein. Ne? Das muss ja schwer sein. Damit sind wir dann beim Thema Glaubenssätze. Ja. Wenn es nicht schwer ist, ist es keine Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Das sind ja auch Sachen, mit denen wir gerne mal aufwachen. Das Leben ist kein Ponyhof. Und ich finde, das kommt auch sehr stark hoch, wenn man sich damit beschäftigt, was will man denn wirklich machen? Was will man jetzt wirklich machen? Und was ich noch gemacht habe, und das, manche finden das makaber, manche finden das nicht so gut, aber es gibt sehr viel dieses, dass gesagt wird, stell dir mal vor, was die Leute sagen sollen, wenn deine Beerdigung ist. Ja. Das hast du bestimmt auch schon gehört, oder? Ja, die eigene Grabrede schreiben, das ist... Ja. Ja, das ist im ersten Moment ein bisschen gruselig, aber wenn man sich vorstellt, was sollen die Menschen dann wirklich am Grab sagen? Ja, das ist schon das ist ein gutes Leitmotiv, das eigene Leben. Aber es gibt ja, da sind wir dann wieder beim Thema Visualisieren. Da bist du dann dabei, deinen Tod zu visualisieren und davor haben natürlich viele Angst, kann ich auch verstehen. Ja, das kann ich auch verstehen, aber das, also mir hat es wirklich geholfen, mal zu sehen, wie ist mein Bild nach außen wohl und will ich denn, dass sie nur sagen, ich mache nur das und das? Ich weiß nicht. Ich sage jetzt mal irgendwas. Zum Beispiel, ich bin nur den ganzen Tag am Fenster putzen. Oder will ich, dass die Leute sagen, okay, die hat mir geholfen im Leben vielleicht. Oder die hat mich weitergebracht. Die hat mich immer motiviert oder so. Vielleicht kann man es darüber auch so ein bisschen finden. Was ich ganz wichtig finde, ist auch zu wissen, dass... die Vision richtig zu greifen, dauert manchmal ein bisschen. Also das, ich finde, das entwickelt sich so. Am Anfang denkt man sich so, das könnte in die Richtung gehen. Dann denkt man ein paar Wochen nicht drüber nach und auf einmal merkt man so, wie sich das formt. Ja, ja. Es ist auch nicht nur eine Sache. Also bei mir war es erstens das Thema, Menschen zu helfen. Mhm. Und was sich auch wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen hat, das ist das Aufbauen. Mhm. Also ich war oft als Führungskraft für neue Bereiche zuständig. Da hieß es, wir müssen hier was Neues erschaffen. Und dann habe ich das gestaltet mit den Prozessen, habe die Teams aufgebaut. Und ich hätte mir auch nie vorstellen können, eine Abteilung zu übernehmen, die jemand 20 Jahre geleitet hat, die läuft. Und wo jemand sagt so, jetzt machst du das weiter. Das hätte mich zu Tode gelangweilt. Das hätte ich abgelehnt. Der Posten hätte noch so hoch sein können. Und das kommt jetzt eben natürlich auch wieder, ne? Mit anderen Menschen Geschäftsideen entwickeln und sie dahin führen, ihr eigenes Business aufzubauen.
das hat sich dann irgendwann alles so zusammengefügt und das hat gar nicht lange gedauert. Mhm. Also es war wirklich, glaube ich, so 4 maximal, ne, eigentlich nur 3 Wochen, wirklich meine intensive Beschäftigung mit meinem bisherigen Leben, mit meinen Flow-Momenten und auch mal ganz genau hingucken, was ich dort gemacht habe und warum ging es mir da so gut. Mit welchen Menschen war ich zusammen? Was haben mir die Menschen gegeben? Auch das ist ja wichtig, ne? In welchem Umfeld bewegst du dich? Ja. Und was war es wirklich, was diese Freude ausgelöst hat in mir? War es das Umfeld? War es das Tun? War es die Sache selber? Ja. Ja, es spielen sehr viele Faktoren mit rein. Deswegen glaube ich, wir können gar nicht jetzt so sagen, okay, du musst das machen, damit du deine Vision findest. Ich glaube, es ist auch von jedem so ein bisschen das Eigen. Mhm. Aber es ist sehr viel, setzt euch wirklich damit auseinander, was euch wirklich erfüllt. Also zum Beispiel auch, ich habe dann sehr viel Meditation gemacht zum Thema Vision. Habe so gut wie alle Bücher und Materialien auch mal im englischen Bereich gucken, bitte. Da sind auch ganz viele spannende Sachen. Wie gehen die damit um? Wie finden die Vision? Habe mir so ein Visionsboard gemacht, wo ich ganz viele Bilder draufgeklebt habe oder ich bin ja ein Typ, der sehr gerne schreibt und ich habe dann einfach mal geschrieben und ich habe einfach mich hingesetzt, 3 Stunden und einfach mal fließen lassen. Darüber kriege ich meine Gedanken so gegriffen. Und, irgendwas habt ihr bestimmt, wo ihr sagt, okay, dadurch, erstmal erlebe ich dann den Flow-Moment, dadurch fließt es auch. Manchmal ist es Malen oder einfach nur Laufen oder so. Jeder hat ja wirklich so seine eigenen Sachen und ich glaube, wie du schon sagst, einfach wirklich diese Zeit für sich nehmen und wirklich mal unabhängig von dem, was alle Leute in eurem Leben jemals gesagt haben, gucken, was sagt ihr in euch drin. Das ist nämlich mit das Wichtigste. Wirklich. Und das kann manchmal ganz schön crazy sein. Ja, und ja. Dann schiebt es nicht weg. Sondern guckt es euch an. Ja. Das kommt ja nicht von ungefähr aus einem raus. Ne? Also die Lebensaufgabe bei mir ist zum Beispiel, eine Lebensaufgabe ist, es wirklich meine eigene Essenz zu finden. Also die Beschäftigung mit mir selbst, das war auch schon immer ein großer Teil meines Lebens, um eben diese Erfüllung zu finden. Und diese Essenz in mir zu finden, ist dann wiederum übertragbar als eine meiner zweiten Lebensaufgaben, dass auch Menschen helfen, ihre eigene Essenz zu finden. Und dazu gehört eben auch ein erfülltes Leben im Berufsleben und darüber hinaus. Ja. Das ist wirklich genauso. Das ist schon crazy. Also Menschen zu helfen, ihre Essenz zu finden, das passt nicht zu meinem früheren Leben als Controllerin. Also ich musste dann auch ein paar Mal schlucken, ehe ich das angenommen habe. Aber das fühlt sich rund an und stimmig. Aber was ich sehr spannend daran finde, du warst mit einer der ersten, die mich angeschrieben haben, nachdem ich Womines online gebracht habe. Mhm. Und da hattest du das ja schon. Ne? Da warst du ja schon so weit, dass du mir auch erzählt hast davon, von Visionen und all sowas. Und dass so langsam hochkam, dass wir da so eine Ähnlichkeit im Denken haben auch und so das gleich fühlen. Und ich habe so lange gebraucht, bis ich Womines wirklich in die Welt gebracht habe. Und du hast anscheinend auch viele Jahre gebraucht, um diesen Weg zu finden. Ja. Und dann trifft man sich. Und das finde ich ganz spannend, das ist dieses, es öffnet sich halt nicht nur Türen, aber man findet halt auch plötzlich diese Menschen, die genauso denken. Ja, und zwar zuhauf. Und dann fragt man sich schon manchmal, und, ja, also ich stehe oft da und denke, boah, das ist toll. Ja. Das bringt einfach Spaß und es gibt Momente im Leben, da kann vielleicht jetzt auch jeder mal auf sich zurückgucken, die hatte ich auch. Da habe ich gedacht, oh, was sind das hier für Menschen um mich rum? Und was will der denn jetzt von mir? Und oh nein, ich habe da keine Lust, mit dem zu reden oder mit der zu reden. So, das sind dann immer so Zeichen, wo es nicht richtig ist. Aber ich kann es weiterentwickeln. Also, ja, es sind ganz häufig auch die sogenannten Vers, die einem helfen, den Weg zu gehen. Man kann auch Boten sagen. Also das ist ja auch ganz häufig so, du gehst irgendwo hin, hast dir ein Ziel gesetzt, das vielleicht gar nicht erfüllt wird an dem Abend oder auf der Veranstaltung. Aber es kommt jemand, der dir irgendwas sagt. Und das, manchmal ist es nur so, dass du ein Gespräch mithörst. Du musst gar nicht selbst involviert sein. Und du erhältst eine Botschaft und denkst, ja, genau das habe ich jetzt gebraucht. Das ist ganz spannend, wo du das sagst, weil ich hatte das
Das ist schon länger her. Das ist schon 4-5 Jahre her, glaube ich. Da hatte ich so eine Zeit, da habe ich andauernd so ein bestimmtes Wort gesehen. Immer wieder das gleiche Wort. Und alle Menschen um mich rum, die damals noch so Freunde von mir waren, haben immer gesagt, du spinnst. Und ich habe das gelesen, ich habe das im Fernsehen gehört, im Radio. Ich habe nie Radio gehört. Und den einen Tag habe ich Radio gehört und dann war dieses Ding da, also dieses Wort wieder da. Mhm. Und das habe ich sehr oft, dass so irgendwo taucht so was Bestimmtes auf, wo ich nicht damit rechne. Zum Beispiel gehe ich irgendwo durch eine Stadt und so eine Plakatwand hat auf einmal so einen Satz. Ja. Und der ändert mein ganzes Denken. Also das geht so schnell teilweise. Und ich glaube, das sind auch diese bestimmten Zeichen, die dann manchmal so im Leben auftauchen. Und da würde ich mir einfach immer mehr erlauben, da einfach mal drauf zu achten. Ja. Weil es ist nicht, sehr spirituell. Mhm. Aber ich denke, das gehört für viele von uns vielleicht auch mit dazu, einfach das spirituelle Leben. Und ich finde das wirklich, das sind so wichtige Punkte, so einfach mal gucken, was sagen bestimmte Menschen zu euch. Manchmal habt ihr das, dass es dann, als wird das lauter gestellt kurz und dann wird es wieder leise, ne, wenn die sprechen. Und darüber einfach mal gucken, warum hat mich das jetzt gerade so bewegt, warum berührt mich das gerade? Ja, da sind die Ohren dann auch offen, ne? Das ist so. Wir könnten über irgendwas anderes reden und das reicht dich nicht. Ja, ja. Oder es sind bestimmte Bücher, die ja zu einem Zeitpunkt auf einmal ins Leben treten, wo genau die Antworten drinstehen, die man gesucht hat. Manchmal hat man sie noch gar nicht gesucht, hat sich die Fragen noch gar nicht gestellt und schon kriegt man die Antworten. Ja. Es ist einfach so, das Leben ist dann magisch, kann man schon fast sagen. Ja. Ja, das ist ja schön. Auf jeden Fall auch so. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne Fragen stellen oder euch noch ein bisschen einbringen, ein bisschen was erzählen. Wir machen noch ein paar Minuten. Ja, macht das einfach mal. Traut euch ruhig. Der Chat wird hinterher gelöscht. Ich lese es nur kurz vor und danach ist das irgendwann vergessen, falls ihr euch nicht so ganz vortraut. Aber stellt ruhig mal eure Fragen oder so. Bianca macht das ja auch. Und Bianca kennt sich da auch mit aus. Und ich mich auch, weil ich habe mich damit ja auch sehr intensiv beschäftigt. Ja. Ich würde gerne noch was ergänzen. Du hast mir ja so ein Vorbereitungsblatt geschickt und deine erste Frage fing an mit Warum. Mhm. Und das Warum ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis und ein ganz wichtiges Wort in dem ganzen Prozess. Ja. Wenn wir unser eigenes Warum finden, dann können wir uns auch selber schon beantworten, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Also wenn du dir die Frage stellst, warum mache ich das jetzt? Ja, warum stehe ich für diesen Job morgens auf, den ich gerade mache? Warum tue ich mir das an? Dann sind die Antworten schon ganz, ganz deutliche Hinweise darauf, ob das unsere Vision ist, die wir leben, oder ob das Ziele von anderen sind. Also wenn das Warum lautet, damit ich meine Familie ernähren kann, weil meine Eltern mir gesagt haben, dass das mein Weg ist, damit ich mir das und das kaufen kann. Ja, das sind alles so Antworten, die nicht aus dem Herzen kommen. Ja, ja. Das ist wirklich noch ein sehr guter Hinweis, auch mit dem Sinn überhaupt daran finden. Wir haben gerade eine Antwort im Chat und ich habe das schon so überprüft und das trifft mich genau den Punkt gerade. Die Conny sagt mich, was mache ich, wenn mich etwas begeistert und nach einer gewissen Zeit langweilt es mich oder noch schlimmer, es stellt sich heraus, dass es nur dass ich es nur gemacht habe oder möchte, weil es meine kindliche Sucht nach Anerkennung und Bestätigung erfüllt. Also aus einer Mangelerfahrung heraus ist die Mangelerfahrung bearbeitet. Ach so, und wenn sie das bearbeitet hat, das Thema, dann geht die Leidenschaft wieder dabei verloren. Mhm. Ich glaube, das hat auch mit Sinn sehr viel zu tun, oder? Ja, ich glaube, das ist... Ich habe es mal in meinem letzten Blogartikel, den ich geschrieben habe, das sogenannte Strohfeuer genannt. Mhm. Also ein wichtiges Kriterium, wenn du dein Business aufbaust, ist ja, dass du für deine Idee wirklich brennst und dass du dauerhaft brennst. Also du willst es ja die nächsten 10, 15, 20 Jahre machen. Da ist es wirklich wichtig zu unterscheiden, ist es jetzt eine Glut, die sehr lange glimmt, die kann auch mal schon 10 Jahre geglimmt haben, es muss nicht immer ein brennendes Feuer sein. Aber da ist irgendwas in dir, was du entfachen kannst, was du dann auch größer machen kannst. Während wenn du ein Strohfeuer hast, und das ist genau dieses kurzfristig nach Anerkennung suchen, sich neue Handtasche kaufen, um bewundert zu werden,
irgendwas, was von außen eben ja, Anerkennung bringt, dann ist es schnell wieder weg. Mhm. Das ist ja meistens auch nichts, worauf man ein Geschäft aufbaut. Also alleine der Aufbau eines Geschäfts dauert ja meist doch ein Jahr. Und in der Zeit sollte man dann schon rausgefunden haben, ob das Feuer noch brennt oder nicht. Mhm. Aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Aber würdest du sagen, also ich würde das sagen, aber würdest du auch sagen, dass man dieser Neigung einfach mal kurz nachgeben sollte, also es wirklich mal sich da reinfühlen sollte und einfach mal so ein bisschen so die ersten Schritte machen sollte, um zu gucken, ob es das ist? Absolut. Also die Conny hat es ja schon richtig gesagt, sie hat rausgefunden, dass sie das nur der Anerkennung wegen gemacht hat. Und das ist eine total wichtige Erkenntnis. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also das ist es absolut wert, da mal reinzuspüren. Also dann sich selbst so zu reflektieren, zu sagen, das war eigentlich nicht ich, ich wollte diese Anerkennung. Dazu gehört ja ganz, ganz viel. Also das ist schon ein ganz, ganz klarer Blick in den Spiegel. Mhm. Also Hochachtung. Ja, das finde ich mich auch. Ich habe auch sehr viel immer ausgetestet und du wirst irgendwann merken, alleine dieses Merken, dass du jetzt in dem Moment nur irgend so eine Mangelerfahrung heilen wolltest, anstatt etwas zu finden, was wirklich dir den Sinn gibt. Ich finde, alleine das ist schon hilfreich, um zu sehen, okay, warum wollte ich das überhaupt machen? Wo liegt denn überhaupt mein Weg? Will ich die ganze Zeit nur diese Mangelerscheinungen kurz erfüllen? Oder gibt es noch etwas, was dann langfristiger noch viel tiefer wird? Ja, ja. Das machst du ja auch nicht auf Dauer. Also das machst du 2-3 Mal und dann sollte man schon sich selbst so weit erkannt haben und sagt, okay, jetzt schaue ich aber, bevor ich da nochmal reingehe. Man lernt ja auch dann immer mehr, sich selbst kennen und sich selbst zu spüren. Ja. Und auch wirklich auch ganz, ganz am Anfang schon herauszufinden, das Warum. Warum will ich das machen? Ist das mein Herzenswunsch? Oder befriedige ich damit irgendwelche anderen Menschen, die mir dann auf die Schulter klopfen? Ja, auf jeden Fall. Ja, Marita schreibt noch, dass sie alle unsere Tipps, die wir gesagt haben, schon umgesetzt hat. Dass ihr aber trotzdem unheimlich schwer fällt, die richtige Vision zu finden. Und ich kann das immer noch einfach nur verstehen. Conny sagt noch eben Danke. ich kann das einfach verstehen, dass das wirklich unheimlich schwierig ist. Es hat bei mir auch wirklich Jahre gedauert, bis ich so halbwegs da bin, wo ich jetzt bin. Wenn einem das wirklich richtig schwerfällt, was würdest du sagen, was ist so ein Mini-Step, den ich nochmal machen kann, um anzufangen? Ein Mini-Step. Um mich wieder immer wieder in diese Richtung zu leiten. Vielleicht ist es ja auch eine gewisse Motivation, die dahinter steckt. Ein Mini-Step. Also ich gehe ja gerne, das ist so eine Art Meditation. Ich gehe gerne in meinen inneren Palast und gehe dort in meinen Raum der Visionen und stelle mir dort vor, wie es ist, wenn mein Ziel, das ich mir vorgenommen habe, erfüllt ist. Mhm. Und das Unterbewusstsein produziert dann automatisch Bilder. Also das lässt dich nicht alleine in diesem Raum stehen, sondern es gibt dir Menschen, die da sind oder es gibt dir Gestaltung des Raumes. Das produzierst du nicht selbst, diese Bilder, sondern das entsteht. Und das, wenn man das ganz genau wahrnimmt, dann auch am besten gleich aufschreibt, alles, was man gesehen, gefühlt hat, gehört hat vielleicht auch, das sind alles Botschaften, die das Unterbewusstsein uns schenkt. Und wenn man das öfter mal macht, dann formt sich daraus dann irgendwann ein Bild und vielleicht kommt dann irgendwann auch der Aha-Moment. Aha, ja. Und ich glaube, dass das vielleicht schon in dir ist, dass du das aber noch nicht wahrhaben magst, weil es so anders ist als all das, was du bisher gemacht hast. Das kann schon auch sein. Dazu gehört eben ganz viel das Mauern einreißen. Ne? Ja, woran wir alle unser Leben lang arbeiten und was hart ist manchmal. Ja, auf jeden Fall. Da geht ja viel, also viel hängt ja an diesen Mauern teilweise, ne? Ja. Das Witzige ist, sie schreibt gerade, also Marita schreibt gerade noch, sie hätte ein neues Hobby, sie hat mir jetzt einen Hund und sie könnte sich was mit Hundebusiness vorstellen. Und wenn du das so schreibst, könnte es sogar sein, dass es in die Richtung geht. Weil du schreibst es ein bisschen so, es ist nur mein Hobby. Ich weiß nicht, ob ich damit was machen kann. Und wie du siehst, vielleicht ist das schon längst in dir, aber du hast es halt noch nicht rausgelassen, so, also die Vision noch nicht richtig wirken lassen. Ich würde mich genau da mal reinfühlen, mal gucken, was heißt ja, Hundebusiness noch. Ich weiß ja nicht, was das bedeutet, aber ich habe gerade eine Gänsehaut.
Ja, ich finde das lustig, weil genau so ist das, Marita, das kommt plötzlich. Und ich meine, du hast jetzt die ganze Zeit, sie hat wirklich die ganze Zeit im Chat geschrieben, sie hat das noch nicht und sie findet das nicht. Und jetzt auf einmal sagst du das einfach so. Genau da würde ich reinspüren. Genau in diese Sache. Ne? Also wirklich mal. Das ist verrückt genug, also es lohnt sich da mal hinzugucken. Ja, es ist verrückt genug. Und Hunde haben viele Menschen. Da kann man sogar wirklich ein Business draus machen. Ja. Ja, ja, finde ich sehr gut. Ja, wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen. Ich habe mir noch ein paar Themen aufgeschrieben, also ich werde dich nochmal einladen müssen. Danke. Freut mich. Dass wir nochmal darüber sprechen. Vor allen Dingen Lebensaufgabe habe ich mir noch aufgeschrieben. Oh ja. Finde ich sehr interessant, hast du es schon immer wieder gesagt. Ja. Ein Tipp möchte ich noch geben. Okay. Also es lohnt sich wirklich, es gibt Menschen, die einem dabei helfen. Und es lohnt sich wirklich, da mal sich zu informieren oder fragt mich auch gerne. Lasst euch da mal begleiten. Das muss nicht so ein Riesenprogramm sein, das muss keine mehrere tausend Euro kosten. Aber das gibt dann nochmal so Impulse und das sind wirklich auch so geführte Meditationen oder ja, ein geführtes In sich gehen. Manchmal ist das auch mit Aufgaben verbunden. Ja. Aufgaben, wie du auch schon gesagt hast, aber wirklich sehr strukturiert und erprobte Wege. Ja, ja, das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Dein Kontakt kriegt man ja, deine Webseite ist verlinkt unter dem Video hinterher, wenn ihr die Aufzeichnung bekommt. Also ihr könnt bei Bianca auch noch mal ein bisschen stöbern und bei Fragen einfach immer unter die Videos schreiben oder eine E-Mail an uns alle. Und dann gucken wir mal. Ja, Bianca wird auf jeden Fall noch mal mit dabei sein. Schön, ich freue mich. Ja, und ich danke dir wirklich, dass du da warst und mit uns dieses tolle Thema besprochen hast. Sehr gerne. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Und ich danke allen für die Geduld am Anfang. Echt so großartig. Das erste richtige Technikproblem. Ja, gucken wir das nächste Mal mal, ob wir es noch leichter hinkriegen. Vielleicht schaffen wir dann die Technik. Danke, Marita. Marita sagt, es war super. Dankeschön. Dankeschön. Danke an alle. Danke euch auch alle, dass ihr mit dabei wart. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche auf jeden Fall für alle anderen. Conny schreibt noch eine schöne Woche. Danke. Ja, das wünsche ich euch auch. Eine visionäre und erfüllte Woche wünsche ich euch. Genau. Sucht mal alle eure Visionen und nächste Woche können wir mal einmal Visionen kurz sammeln. Oh ja, da freue ich mich drauf. Ich bin auf jeden Fall dabei. Super. Ja gut, dann würde ich sagen, bis demnächst. Wir sprechen uns ja auf jeden Fall und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.